Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks und ich sitze mal wieder im KPZ 07PE. Ihr kennt es ja, neuer Panzer, muss man direkt ausprobieren, immer wieder. Ich will es auch nicht aufgeben, ihn jetzt hier irgendwie mal ein bisschen besser zu zocken. Hab euch jetzt hier dementsprechend mal einfach mal die, ich würde jetzt einfach mal behaupten, meine besten, zwei, also meine zwei besten Runden, die ich bisher in diesem Panzer hatte, mitgebracht. Nochmal. Bin jetzt hier auf Ruinberg, wenn ich mich jetzt, ja, auf Ruinberg bin ich hier gelandet. Gegen 9er, 10er, keine Lights, einer Arti und ich hatte einfach partout keinen Bock auf die rechte Seite. Ne? Normalerweise packt man sich ja hier da, wo der E4 steht, hin, aber meine Kommandoluke ist leider genau auf der falschen Seite. Das heißt, jedes Mal, wenn ich pieke, haben wir da zwei S-Kongs sozusagen oder wen auch immer, die mir dann da einfach reinhalten können. Dementsprechend habe ich mich entschieden, sowie auch noch zwei andere Heavys, was ja doch recht ungewöhnlich ist, jetzt hier auf die linke Flanke zu fahren. Konnte auch schon einen Schuss aufs 2684 reinsetzen. Der hat es auch schon direkt hinter sich dann gehabt. Und ja, in der Stadt rechts, da sitzt man ja doch relativ krass. Ja, da prallen wir erstmal gepflegt ab. Da sitzt man sich ja doch relativ krass gegenüber und es ist halt so ein Hin und Her, ne? Man kommt nicht vor, man kommt nicht zurück so. Und dementsprechend, wie gesagt, jetzt hier einfach mal geguckt, was links passiert. Wir können auch sehen, bis auf die Cobra sind auch alle schon gespottet gewesen, also und die Arti natürlich. Dementsprechend wissen wir, was hier ist. Batchet, TVP, Striezel. Dadurch, dass die Batchet hier ist, gehe ich davon aus, dass auch der Cobra hier oder die Cobra hier irgendwo sein wird. Ja, den konnten wir auch nochmal eine reinflitzen. PvP hat nachgeladen. Das ist hier die Situation. So im Nachhinein, ich hätte tatsächlich erstmal gucken sollen, dass ich den TVP rauskriege. Aber er hat es ja auch nicht dämlich gemacht. Er hat halt immer gewartet, bis ich geschossen habe und hat dann gepiekt. Und hat mir dann halt jetzt, ihr seht, jedes Mal einen reingedrückt. Wie gesagt, im Endeffekt hätte ich einmal nur auf den TVP warten brauchen. Dann wäre halt Geschichte gewesen. Ja, komm. Okay. Das fand ich halt ganz schwammig. Ganz, ganz komisch. Ja, warten es ja auch in den Kommentaren, dass das Gun Handling. Also der eine, der hat's gut, der andere hat es irgendwie nicht so gut. Ich bin einer derjenigen, die es nicht so gut haben. Natürlich hat er auch seine Momente. Wie gesagt, hatten wir ja auch oft den noch. Ich finde ihn dennoch nicht schlecht. Vielleicht muss man, das ist einfach nur so Eingewöhnungsphase oder, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dieser Schuss hier gerade auf dem Striezel, der letzte, aus meiner Sicht ist er genau hinter ihm eingeschlagen. Und dafür hätte das Geschoss aber durch ihn durchgemusst. Und naja, ist so wie es ist. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal die linke Flanke relativ erfolgreich durchgesetzt. Ihr seht, in der Stadt wird immer noch fleißig sich gegenseitig angeguckt. Er kriegt gar nichts mit. Ist jetzt hier sogar schon Half-Life gewesen. Hab ihn trotzdem als erster gespottet. Also irgendwas hat er wohl richtig böse erwischt gehabt. Cobra tot. Sein Kollege, der macht jetzt einen ganz komischen Move. Den konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Einmal ganz kurz umdrehen, getrackt werden und wieder abhauen. Gut. Schade. Er will nicht nochmal. Der platzt jetzt hier auch wahrscheinlich durch den Progetto. Da hat er es hinter sich. Und Ruinberg, wirklich, man kann die natürlich von beiden Seiten aus gewinnen, aber ich finde es halt deutlich angenehmer. So wie man das Feld hat, kann man halt so wie jetzt hier schön von hinten abarbeiten, die ganzen Leute. Die stehen ja hier immer schön in der Reihe. Gut, der E1, der ist ein bisschen weit hinten. Der hat es aber wahrscheinlich schon kommen sehen. Aber ne, normalerweise S-Kong M60, da steht immer wer. Ne? Also kann man hier von hinten richtig schön reinarbeiten. Das machen wir jetzt hier auch. Erstmal ganz kurz gucken, wen können wir treffen. Den M60 unspotted sind wir auch. So mal nebenbei, ich habe tatsächlich angefangen jetzt hier, ich würde jetzt mal im fünften Perk sagen aus dem Kopf, ich weiß nicht genau, im fünften Perk zwei Leuten Tarnung reinzuprügeln als Skill. Einfach weil mir aufgefallen ist, dass der Panzer aufgeht, bevor ich aus dem Doppelbusch rauskomme. Ne? Also ich fahre jetzt als Beispiel, wir nehmen diesen Busch hier, ich fahre auf den Busch drauf zu und gehe auf, bevor ich durchgucken kann.
Und das ist ein Fakt, der halt extrem unangenehm ist. Wenn euch sowas auch passiert, dann versucht sowas dann halt im Sinne von, dass ihr ein bisschen Tarnung halt reinskillt, auch wenn es ein Heavy ist, dementsprechend dann einfach mal ein bisschen zu verringern. Weil das heißt halt, dass jemand gegenüber irgendwo halt steht und euch, obwohl ihr vermeintlich Doppelbusch benutzt, also halt nicht durchgucken könnt, euch trotzdem durch den Busch aufmacht. Und das bedeutet, er sieht euch, aber ihr ihn nicht. Und das ist ein extrem unangenehmer Zustand, weil selbst wenn der Gegner dann schießen sollte, macht ihr ihn trotzdem nicht auf, weil für euch habt ihr immer noch einen Doppelbusch. Ja? Dementsprechend habe ich da jetzt einfach mal bei zwei Leuten Tarnung reingeklatscht, damit man da einfach mal bei über 10 Tarnwert kommt. Das ist jetzt nicht viel, ne? Aber so für ein Heavy ist das dann ausreichend. Ich glaube, standardmäßig hat er, also mit einer Tarnung dann, hat er so um die 8, irgendwas gehabt. Und Ziel ist sozusagen auf 15 zu kommen. Aber das ist dann erstmal irgendwann, wenn sozusagen alle vier, oder sind es vier? Ne, ich glaube, es sind fünf Leute, ne? Als Crew. Wenn dann halt mehr wie nur zwei Leute Tarnung skillen. Aber das ist bei mir nicht in er also hat bei mir nicht keine Priorität. Also besonders der Kommandant, der kriegt auf jeden Fall andere Sachen. Aber die beiden Schützen, die konnte ich doch da eigentlich schon relativ gut ausbauen. Die haben mittlerweile alles, was sie brauchen. Dementsprechend habe ich da einfach mal Tarnung reingeklopft. Und jetzt haben wir auch schon gewonnen. Erste Runde tatsächlich auch jetzt hier mit 5100 Schaden zu Ende gegangen. Und das ist tatsächlich mein höchster Schadensoutput, den ich bisher in diesem Panzer hatte. Also was den Schaden angeht, auf jeden Fall die beste Runde jetzt bisher gewesen. Das ist auf jeden Fall schon traurig. Zwei Kills konnte ich abstauben, 320 sind gebounced und 110 konnten wir noch unterstützen. Wie gesagt, an sich eine solide Runde gewesen, konnte man nicht meckern. Unterstützermedaille ist bei Rummikom und Überlegenheitsabzeichen Stufe 3 und gleichzeitig auch noch auf dem dritten Platz gelandet mit 1020 XP. Trefferbild ist in Ordnung. 20, 16, 13 kann man nicht meckern. Wie gesagt, da der Schuss auf den Streetswagen, der hat mich genervt. Und jetzt hier, weil ich glaube, kein Gold geschossen, sind wir bei 31.728 Credits im Plus angelangt. Und weil die doch relativ kurz war, würde ich sagen, gucken wir uns einfach noch eine an. In der zweiten Runde weiterhin im KPZ unterwegs, diesmal auf Redshire gelandet, ohne Artis, ohne Lights, in einem reinen Zehnergefecht. Und hier ist eigentlich, ihr seht, alles voll mit diesem KPZ-Gedöns, zumindest auf meiner Seite. Falls ihr euch fragt, was ich hier jetzt gerade mache, ich sitze ganz gerne selber hier auf dem Balkon und habe festgestellt, dass wenn man diesen Baum hier in die Richtung umwirft, dann brauchen die TDs selber keine Bäume mehr umwerfen und haben halt Doppelbusch. Für mich ist es kein Akt. Auf der anderen Seite ist es so, dass man halt den Baum tatsächlich in die Richtung umwerfen muss, von der ich gekommen bin. Ne? Also so wie ich es halt gemacht habe, anstatt halt dann sozusagen vom Balkon nach vorne runterzufahren, da hat dann dieser Baum keinen Nutzen. Dementsprechend, wenn ich in einem mobilen Panzer unterwegs bin und hier eh hin möchte, dann werfe ich den dann ganz gerne um. Einfach nur, weil ich dann der Meinung bin, dass meine TDs deutlich besser spielen können, einfach weil sie nicht so sehr aufpassen müssen, dass sie gespottet werden. Und im Normalfall sitzen die TDs auch so, also genau so auf dem Fleck dort, dass man halt dann Doppelbusch benutzt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, so ein Nachbarschaftsdienst sozusagen. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, erstmal auf Redshire. Ist ja auch eigentlich eine Map, wo man hier auf der Heavy Lane erstmal sich so ein bisschen gegenüber sitzt, besonders wenn es keine Artis gibt, so wie jetzt hier. Ich finde persönlich die Seite hier deutlich unangenehmer als die andere Seite zu bespielen. Ich finde die hier deutlich fragiler. Wir werden es dann auch im Laufe der Runde sehen, was ich meine. Wir sehen es aber jetzt schon, der Progetto, der da unten im Fluss drin ist, ist eigentlich ein Zustand, den man nicht tolerieren sollte, dass dort von Anfang an ein Met drin sitzt. Das verleitet andere nur, okay, war nett, verleitet andere einfach nur, sich ihm anzuschließen.
und je mehr dort unten im Flussbett drinne sitzen, umso schlimmer ist es. Auf der anderen Seite ist es so, ihn dort wegdrücken ist ultra schwer, weil hier die Leute auf diesem Hügel sitzen, so wie der TVP halt jetzt zum Beispiel, und halt hier unten reinhalten können, ungefähr auf Höhe vom M60, der da unten geplatzt ist. Und wir sehen auch, TVP hat es direkt halt sich zu Herzen genommen, was ich gesagt habe. Der Progetto hat ihn scheinbar eingeladen. TVP denkt sich, okay, machen wir mit. Also nicht aus dem Auge verlieren. Der wird jetzt hier gleich rechts von uns sozusagen auftauchen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und so wie das der Fall ist, sollte man sozusagen direkt zur Stelle sein. Ist ja eh immer so ein Ding, was ich relativ häufig philosophiere. Habt immer ein Auge auf der Minimap. Ich mache das tatsächlich so. Jedes Mal, wenn ich abge... Also, ich schaff's natürlich auch nicht immer, weil ich nicht jedes Mal dran denke, nicht jedes Mal Bock drauf habe und, ne? Jedes Mal, wenn ich schieße, gucke ich auf die Minimap. Also, nachdem ich geschossen habe, gucke ich auf die Minimap. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel, TVP ist da. Er schießt auf die Maus, nimmt sie auch leider raus. Ich konnte ihm wenigstens noch eine reindrücken. Er ist jetzt aber erstmal im Reload. Ich glaube, er hat tatsächlich alle vier auf der Maus rausgedrückt. Vor mir platzt da auch gerade alles. Relativ viele Gegner gerade vor uns. Und hier diese Tatsache mit dem TVP frech. Das auch frech. Keine Ahnung, wo dieser Schuss schon wieder hinging. So wie in der ersten Runde dieser Streetswagen-Schuss. Keine Ahnung. Der funktioniert. Das ist auch zum Beispiel so ein Ding. Dieser Panzer brennt nicht nur ultra oft, sondern er hat auch ultra oft Amorek. Und das ist echt etwas, was mich ultra hart nervt. Also kann ja mal vorkommen, so, ich sei zwar innerhalb von 10 Runden 3-4 Mal, ist in Ordnung. Ist aber auch schon viel. Oh, er ist schon mal weg, der wollte auf jeden Fall zu viel. Aber gefühlt habe ich das in 10 Runden 8 Mal. Dass ich halt einmal geamorekt werde. Ne? Also nicht mit Platzen, das hatte ich tatsächlich noch gar nicht in dem Panzer hier. Aber ist ja oft so, ich benutze auch in der Regel, auch auf 10er Panzern, relativ selten große Reparatursachen. Also nur Feuerlöscher habe ich groß immer dabei. Alles andere ist klein. Und das dann halt so, wenn man getweckt und geamorekt wird gleichzeitig. Was willst du dann reparieren? Will man dann 90 Sekunden lang halt 20 Sekunden Reload haben? Oder willst du riskieren, noch mehr Schüsse abzukriegen, weil du getrackt bist, ne? Ich glaube, ich bin echt die ganze Zeit zu, weil der FV hier mich nicht trifft. Jetzt schießt er wieder blind. Ich wusste jetzt nicht, ob er auf dem AMX oder auf mich geschossen hatte. Auf jeden Fall war ich der Meinung, dass ich da die ganze Zeit zu bin. Ab hier ist sozusagen hier diese Büsche konnte ich benutzen, ihm gegenüber. Und also vielleicht war ich auch nicht zu, das weiß ich nicht zu 100%, aber ich bin davon ausgegangen, dass ich zu bin. Er hat mal keinen Luckshot hingekriegt, der FV auch nett. Ihm konnten wir dafür eine reinrödeln. Das ist zum Beispiel auch ein Fakt hier, wo man aufpassen sollte, hier an dieser Stelle. So wie die Gegner hier ungefähr auf diese Höhe, also besonders hier da roter Busch, roter Baum, ne? Ist zwar, also auf der Minimap ist das ungefähr hier. So wie sie ungefähr hier stehen, können die hier reinhalten, die Gegner. Und das funktioniert also von unserem Spawn aus nicht. Und das sind zwei Zustände, also dieser Zustand mit diesem hier von rechts reinhalten und dass die Leute hier relativ gut unten reinfahren können, sind zwei Zustände, wie ich am Anfang meinte. Was diese Seite hier auf der Heavy Lane wirklich fragil machen lässt. Auf der anderen Seite finde ich hier die Verteidigungsposition deutlich angenehmer für die TDs. Ihr könnt zwar nur relativ wenig komfortabel sitzen, aber solange man dort unspotted ist und die eigenen Leute sozusagen die Gegner kommen lassen, ist das hier bisschen besser zu verteidigen, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man jetzt hier, so wie wir jetzt, nach vorne halt drückt, also laufen wir natürlich Gefahr. Die Gegner haben ja auch hier Verteidigungsmöglichkeiten, die auch ultra unangenehm sind. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen.
Naja, hier drücken wir noch mal eine rein. Wunderbar. Keine Ahnung, wo der Jagd-Ehe hin ist. Werden wir aber gleich mitkriegen. Erstmal FV, der hat gerade geschossen, der ist wichtig. Ordentlich durchaimen und zerstören. Und da habe ich ihn echt nicht erwartet. Einfach weil er nicht aufgegangen ist, ne? Als Jagd-Ehe hast du ja auch nicht so arg viel Tarnwert. Das habe ich nicht erwartet, dass er dort drin hockt. Jetzt mache ich zum Beispiel auch einen kleineren, oder es hätte mein Tod oder könnte mein Tod sein. Ich mache hier tatsächlich einen Fehler. Ich musste davon ausgehen, dass der Progetto irgendwo ist. Glücklicherweise gibt es keine Artis. Ich bin jetzt zwar One-Shot, aber mir kann auch nichts mehr passieren jetzt, ne? Aber hätte der Progetto mich getrackt, wäre es halt mein Ende gewesen. Der sitzt hier hinten in den Büschen drinne. Ich hätte es wissen müssen, dass er irgendwo noch hockt. Na, ich habe einfach nicht dran gedacht. Werde jetzt hier aber den Jagd-Ehe einfach mal im Proxy halten. Ich war nur so weit hoch, dass ich ihn wirklich im Proxy habe. Aber so niedrig, dass der Progetto mich halt nicht treffen kann. Und jetzt ist es, ich warte eigentlich nur darauf, dass er stirbt. Wunderbar. Spot haben wir auch gekriegt. So, E4 geht auf, also dreht sich der Progetto gerade zu ihm. Kann ich vorfahren, dass selbst wenn ich jetzt aufgehe, ich noch genug Zeit habe, wieder zurückzufahren. Also, ne, wenn ich sowas sehe, der E4 geht auf, es kann nur der Progetto sein, also aus meiner Sicht. Das erste, was der Progetto macht, ist in Richtung E4 gucken. Ne? Und wenn ihr dann hochpiekt, hätte ja sein können, dass der Progetto mich aufmacht beim Hochpieken. So viel Tarnwert habe ich noch nicht. Hat man dann halt immer noch genug Zeit, wieder zurückzufahren, weil der Progetto muss sich ja dann erst wieder umdrehen. Und so konnten wir ihm jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine reindrücken. Knappe 4000 Schaden haben wir gemacht, aber ich glaube von den anderen beiden kriegen wir, ne, der hat auch kaum noch was. Und da werden wir wohl nichts mehr abkriegen von. E4 ist auch schon auf. Ah, auch schon unter Half-Life. Also einfach im Cap drin bleiben, da kriegen wir nichts mehr von ab. Und auch die Runde ist siegreich. Auf Redshire konnte ich jetzt ein Kill abstauben, 3916 Schaden verursachen und 924 noch unterstützen. Auch die Lu lief, auch die Lu genau, auch die lief eigentlich relativ gut die Runde. Gut, der, wie gesagt, dieser Jagd-E-Schuss und mein Fehler da mit dem Progetto, das ist dann aber so, das macht man einmal und dann hat man es gelernt, ne? Dann macht man es beim nächsten Mal nicht nochmal. Insgesamt jetzt hier Überlegenheitsabzeichen Stufe 3 bei rumgekommen und auch noch auf dem zweiten Platz gelandet mit 1043 XP. Ja, Trefferbild schließt sich den vorhergegangenen Runden an. Ist nicht gut, nicht schlecht. 17, 13, 10. Das meine ich halt mit diesen, ne, wie gesagt, hatten wir jetzt so oft hier noch. Und ich weiß gar nicht, ob ich Gold geschossen habe. Auf jeden Fall jetzt hier mit 2139 Credits im Minus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.